Typisch Innenstadt vormittags. Lieferverkehr, Zusteller, Fußgänger, Radfahrer, alles wuselt durcheinander. Der E-Hopper schlängelt sich ratzfatz durch, ohne viel Raum einzunehmen und komplett elektrisch. Karitchef Andreas Knappheide und Designer Rainer Samson, der den Hop-On konstruiert hat, sehen in ihrer Marktneuheit viel Potenzial. Das Fahrzeug ist speziell konzipiert für die letzte Meile, die sogenannte letzte Meile, also der innertechnische Bereich, wo viele Zustellfahrzeuge der bekannten Kurier- und Expressdienste stehen und den Verkehr behindern. Gerade dort soll er eingesetzt werden, um da Pakete, Briefe und andere Dinge zuzustellen. Man kann den Hop-On zusammenklappen und im Zustellauto mitnehmen, ihn dann in den Innenstädten zum Beispiel mit 250 Kilo beladen, wenn nötig in einer Box und dann losdüsen. Das Zustellauto bleibt stehen. Der Hop-On ist aber nicht nur für Paketdienstleister gedacht. Es kann auch zum Beispiel als Baustellenfahrzeug mitgeführt werden im Handwerker-Kombi, um dann weiterhin also mit Werkzeugen sowas auf die Baustelle zu fahren. In Lastenaufzüge hineinzufahren. Das alles geht mit diesem Fahrzeug. Die eigentliche Idee zum E-Hopper hatte Seniorchef Günther Grotte. Elektrische Lastenräder fand er für den Paketeinsatz nämlich unpassend, zu wenig Platz für die Ladung. Das Münsteraner Unternehmen hat bis jetzt zum Beispiel elektronische Steuerungen für Autos entwickelt. Der Hopper ist das erste Elektrofahrzeug. Im Hinterkopf hatte ich damals diese Transportkarren, die die Bundesbahn hatte, oben auf den Bahnsteigen, da wo die Köfferchen alle von den einzelnen Abteilen gefahren wurden. Und jetzt ist es fertig. Ja, und ich bin heilfroh, dass die Typgenehmigung durch ist. Heißt, das Kraftfahrtbundesamt hat den Hopper kürzlich abgesegnet. Er kann bis zu 30 Stundenkilometer fahren, darf also auf der Straße fahren, aber auch auf Rad- und Gehwegen oder in Fußgängerzonen. Ein Anbieter von E-Scootern will den Hopper jetzt in Münster einsetzen. Wir nutzen das dafür, um unsere Akkus zu tauschen. Wir haben quasi eine Box, in der wir die Akkus transportieren. Die kommt dann vorne auf die Fläche des Hop-Ons und da lagern wir unsere Akkus, ca. 50 Stück an der Zahl. Und damit kommen wir dann ganz gut durch die Schicht und können dann dementsprechend auch die Roller, die wirklich mitten in der Innenstadt stehen, sehr gut tauschen. Die Macher des Hoppers wollen in diesem Jahr rund 200 Fahrzeuge produzieren. Die Nachfrage ist also da.